Hallo Löwe, herzlich willkommen zu deinem Monatsfrühling für den März 2024. Ja, ich begrüße dich hier bei Löwenherzlein heute mit einer etwas anderen Deko. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe dieses Wochenende einen Kurs, und zwar einen Kartenlegekurs, den ich gebe, und da brauchte ich meine Decke hier, die ich sonst immer habe für die Orakel. Aber ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz gut was anderes. Wir schauen mal, was das für Auswirkungen auf dein Reading hier hat. Jo, wie immer fangen wir an mit den Lernemans, mit meinem eigenen Deck hier. Wer da noch dran Interesse hat, der schreibt mich gerne an oder geht über meine Website. Was gibt's noch? Ja, persönliche Readings auch über meine Website zu buchen, auch als Video ist das möglich, dass ich euch dann zuschicke. Und astrologische Beratung, wenn du da ein kostenloses Vorgespräch mit mir haben möchtest von 15 Minuten, dann schreib mich bitte an und schreib mal eine Mail. Ansonsten kannst du diese Beratung auch ganz normal ohne Vorgespräch über meine Website buchen. Das war's. Ja, noch ein Hinweis, Back to Love by Sinja. Mit dem Kanal mache ich ein Gemeinschaftsprojekt. Da geht es ums Manifestieren, wie ich die Astrologie dafür nutzen kann. Da schalt doch bitte mal rein. Das ist sehr spannend. Wir laden, jetzt fehlen mir fast die Worte, laden jeden Sonntag ein Video abwechselnd auf unseren Kanälen hoch. Da schau doch mal bitte rein. Ist wirklich super spannend. So, und jetzt geht's los für die Löwen für den März. So, jetzt haben wir es alles für den März 2024, wie sind da die Energien für euch? Erstmal, wie seid ihr gedanklich, mental drauf jetzt im Frühling? Frühling sage ich, weil wir ja den astrologischen Jahresanfang im März haben und den Frühlingsbeginn. Und wie wirkt sich das auf euch mental aus? Was geht euch durch den Kopf? Die Schlange, der Sarg. Eine Karte für die gedankliche, mentale Ebene, für die Löwen. Sich mal hier kurz, die haben sich hier verdreht. Eine Karte ist bitte noch, für die Löwen auf der Gedankenebene. Okay, da haben wir den Hund. Wir machen gleich weiter, womit ihr euch auseinandersetzen müsst oder dürft, wie auch immer. Klären das auch gleich mit dem Karo, aber erstmal suche ich hier meinen Stab. So. Was haben wir hier für euch? Ja, ihr denkt dran, hier was zu beenden, was schon lange irgendwie euch nicht mehr so günstig erscheint oder wo ihr Zweifel habt, was schon lange gärt in euch. Ja, bezüglich einer Person, es kann hier sich um einen Freund handeln, um jemanden, wo ihr sagt, nee, jetzt nicht mehr, ich beende das hier. Das haben wir ja ganz viel, die Energien, dass sich jetzt die richtigen Menschen finden. Und das heißt eben auch, alte Dinge gehen, ja. Und hier ist das schon in euren Gedanken, nee, ich möchte das nicht mehr, das wird mir mit diesen Menschen zu kompliziert. Und ich glaube, das ist hier auch schon länger so, dass euch da irgendwas stört. Ihr möchtet das nicht mehr. Das sind so eure Gedanken. Wir haben hier den Neubeginn, das Kind als Hauptthema, wo ihr euch mit auseinandersetzt. Es geht hier um eine Entscheidung, ja. Und ich glaube, dieser Mensch hindert euch, blockiert euch. Das kann, muss gar nicht physisch sein, das kann einfach so die Energie sein, ja. Es gibt Menschen, die, naja, diese Energien ausstrahlen, diese Neidgeschichten, ja. Ihr wollt was Neues machen und dann sagt einer, oh nee, mach das nicht und ist vielleicht auch nicht so gut. Also der gibt euch negative Energien und blockiert euch letztendlich in eurem Flow. Und ich sage ja immer, wenn ihr was vorhabt,
Sprecht da gar nicht drüber, dass dieses Vorhaben nicht von diesen Fremdenergien besetzt werden, sondern dass ihr im Flow bleibt. Macht das mit euch selber ab. Nicht so viel drüber reden. Das ist nämlich jemand, der euch hindert dran, hier was zu machen, was ihr eigentlich machen wollt, ja, und der euch so in diese Entscheidungsnot bringt, ja. Ihr habt schon was für was entschieden. Ich kann heute irgendwie nicht reden. Sorry, aber wir haben Merkur in den Fischen und ja, das ist dann so. Da kriegt man keinen richtigen Faden. Und dieser Mensch blockiert euch irgendwie, ja, und ihr denkt drüber nach, nee, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr mit dieser Person, das passt nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal weiter. Sieben der Münzen. Was sagt das Tarot dazu, zu dieser Situation? Für die Löwen und acht der Stäbe. Ja, ich glaube, das seid ihr, ihr wart lange schon sehr geduldig. Die Sieben der Münzen ist auch eine Geduldskarte. Und eure Geduld ist hier, glaube ich, am Ende. Ihr habt, deswegen sage ich ja, es ist wahrscheinlich hier schon eine Geschichte, die länger läuft und ihr habt da immer drüber weggesehen. Und hier ist Sieben der Stäbe. Man muss immer spontan und flexibel sein, ja. Vielleicht ist es so, ne, zwei Siebener Karten hier, dass dieser Mensch sich immer wieder umentschieden hat und ihr müsst immer drauf reagieren. Ihr seht diesen Menschen hier, ich zeige es euch mal, mit den zwei verschiedenen Schuhen. Seht ihr das? Immer auf dem Sprung, immer reagieren. Ihr müsst immer reagieren auf die Befindlichkeiten dieses Menschen. Vielleicht macht er mal eine Zusage, dann sagt er kurzfristig ab, dann möchte er das so. Das ist euch zu anstrengend und das wollt ihr auch nicht, weil das euch von eurem wirklichen Ziel hier ablenkt, ja. Und ihr habt das schon lange mitgemacht und jetzt, nee, wollt ihr nicht mehr. Ihr braucht da eindeutige Sachen. Ich lege hier mal weiter, auch euer Neubeginn hier. Also jetzt muss ich aber einmal, hier war eine Karte falsch rum. Bin ich richtig? Auf das Kind hier, auf den Neubeginn, die Entscheidung. Was geht's denn da? Was kann das Tarot noch sagen? Die Welt. Der Stern, noch gut. Wahnsinnskarten hier. Große Arkan. Hier haben wir einmal den Wassermann. Aber das am Rande. Ihr steht vor einem neuen Lebensabschnitt, Löwe. Nicht vor einem neuen Löwenabschnitt, ja, vor einem neuen Lebensabschnitt, Löwe. Ihr habt hier was beendet. Ihr seht Dinge vielleicht auch anders. Das ist, die Welt ist wirklich, man hat was Großes hinter sich und fängt wirklich was Neues an, was in hier in eure Richtung Wunscherfüllung geht. Ihr wollt was Neues beginnen, was in eine Wunscherfüllung geht. Sei das ein Projekt, sei das ein, kann auch eure Handlungsmuster, ja. Vielleicht habt ihr ewig immer so gehandelt, wart geduldig und jetzt ist Schluss. Ihr seid nicht mehr dieser Mensch. Das ist vorbei. Und der Stern steht auch für die Klarheit. Ihr wisst, was ihr wollt. Und ihr habt es mit jemandem zu tun, der irgendwie immer euch aus dem Rhythmus bringt, der irgendwie querschießt, ja. So kommt mir das hier vor. Und der euch eigentlich hindert auf eurem Weg. So. Wir legen hier mal weiter. Geht's denn hier weiter? Wenn Löwe sagt, ups, Löwe denkt drüber nach. Löwe sagt ja noch nichts. Löwe denkt drüber nach. Wie geht's weiter? Dann haben wir den Anker. Die Blumen. Eine Karte noch. Wow. Hier hält aber jemand fest. Oh Mann, dieser Mensch überschlägt sich hier, der hält fest. Und hier werden sämtliche Liebesbekundungen gebracht, sämtliche
Versuche, dich wieder zu ihr hinzuziehen, Einladung. Man zeigt sich hier von der besten Seite und betont hier, dass man hier zu dir steht, ja, dass man, ja, dass du halt ein sehr wichtiger Mensch bist, kann auch eine Liebesbeziehung hier sein, ja. Das musst du wissen, ne, welcher Mensch das in deinem Leben hier ist. Dieser Mensch reißt sich hier ein Bein aus, der hält fest, ne? Macht dir vielleicht auch Geschenke, Liebesbekundung, genau dieses Wort. Danach habe ich gesucht. Liebesbekundung und hält fest. Wir schauen weiter. Jetzt sagt das Tarot denn noch dazu. So, okay. Hier haben wir zwei Siebener-Karten, hier zwei Zweier-Karten. Das ist eine wunderbare Karte, ne? Die zwei der Kelche steht für eine Versöhnung, für eine wirkliche Verbindung, für eine wirkliche Verbindung zwischen zwei Menschen. Die zwei der Stäbe steht hier, ich kläre das gleich nochmal, es steht auch immer für die Zuversicht, die man hat, die Neugier, aber auch dieses, ich warte erstmal ab, wie das so wird, ja. Du siehst, der guckt hier auf, hat die Weltkugel in der Hand und schaut erstmal, wie wird das denn so, ja. Was ist denn dran an diesen Bekundungen? Vielleicht hast du schon 3000 Mal mitgemacht mit dieser Person und wartest hier erstmal ab. Aber hier wird wirklich sehr, sehr festgehalten. Ich glaube, du bist diesem Menschen absolut nicht egal. Das scheint hier, ne, das ist ja die zwei der Kelche, man sagt ja auch die Karte der Seelenpartner, auf jeden Fall eine wirkliche Verbindung, die ja auf der seelischen Ebene halt stattfindet. Ne? Aber du bist hier am ja, Abwarten. Ne? Jetzt schauen wir mal, was draus wird. Ich lege hier nochmal kleine Tarotkarten drauf. Das ist spannend, Löwe. Was haben die, können die kleinen Karten noch dazu sagen hier? Untergefallen? Ich habe sie. Page der Kelche haben wir hier und Sechs der Stäbe. Dieser Mensch ist unnachgiebig. Das ist auch Saturn im Löwen. Das ist auch immer, man ist sehr überzeugt von dem, was man tut, ne? Man ist komplett überzeugt von dem Erfolg, den man hat, den man mit dir hat, aber auch von sich sehr überzeugt. Und das kann hier auch für eine Entschuldigung stehen, ja. Der Page der Kelche. Also dieses, lass uns doch nochmal hier anfangen. Hier sind doch Gefühle da. Hier hast du auch den Fisch. Das steht eben auch hier für eine Verbindung, die man auf emotionaler Ebene mit dir hat. Dieser Mensch ist komplett davon überzeugt, dass ihr auf irgendeine Weise zusammengehört, ja, liebestechnisch oder freundschaftlich, kannst du es auch im Beruf, ne? Also es geht hier um eine Person. Da musst du dann schauen, wenn du sowas oder so jemand in deinem Umfeld hast, der hält auf jeden Fall fest und du hast eigentlich keinen Bock mehr, weil du viel weiter bist als dieser Mensch. Auf einer anderen, du hast das hier beendet und weißt auch, wo du hin willst und ja. Also ich glaube, hier ist schon viel passiert und du magst eigentlich gar nicht mehr. Aber dieser Mensch hält hier fest. Wir nehmen noch mal, wo habe ich die denn hier? Aus den Secret Destiny-Karten. Die habe ich auch in den Jahresreadings verwendet. Verlinke ich dir hier noch mal, falls du es noch nicht gesehen hast. Was ist da noch an Energie? Gibt. Okay, die wählt auf. Tanzende Wolken, oh, tolle Karten, ne? Wandel. Ja, der Wandel, das ist deine Karte für den Monat März und ich glaube, die betrifft dich
Löwe, du bist nicht mehr derselbe Mensch, du hast dich verändert. Du brauchst, glaube ich, diesen Menschen gar nicht mehr, so wie er dich. Es steht hier eine Veränderung an. Das ist mit der Welt ganz klar angezeigt bei dir. Du handelst anders, du bist anders geworden, du bist auf einer höheren Entwicklungsstufe hier und stehst letztendlich über den Dingen. Ich sehe dich hier ganz klar in der Position, dass du entscheidest, wie es hier weitergeht mit diesem Menschen. Wenn du wissen möchtest, was das für ein Mensch ist, dann schau auf das fortlaufende Reading. Das verlinke ich dir hier unter diesem. Da haben wir noch ein Sternzeichen, eine Zeitkarte und da schauen wir uns mal an, was dieser Mensch vorhat, wie der ist, wie der tickt, wie das da weitergeht. Falls wir uns nicht mehr sehen im fortlaufenden Reading, wünsche ich dir einen fantastischen März. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann schreib mich gern an oder wenn du was buchen möchtest. Mach's gut, dein Löwenherz.